nicht. Also, Grenzen wahrnehmen, Grenzen ernst nehmen. Sehr geehrte Jury, liebe Zuhörer, ich spreche über das Thema, wie sehe ich die Grenze heute? Grenzen sehen, über Grenzen gehen, sie verstehen, es ist so schwer, sie werden mehr, ein Kommen und Gehen, auch die Asylanten, kann ich verstehen. Schweren Herzens mussten sie gehen. Auch unser Militär, beziehungsweise das Heer, kennt die Grenze genau. Denn die Grenzen vom Körper sind schlau. Erst unerkannt schleichen sie an und bringen uns schier in den Wahn. Ich selbst habe sie übertreten und gebrochen. Mir wurde es erst klar, als ich war zerbrochen. 4 Jahre später, nach langem Bangen, bekam ich wieder Verlangen nach Leben und Liebe, nach Vernunft. Ich nenne diesen Zeitpunkt Ankunft. Nun bin ich am Winkelhof, aber auch hier finden viele Schüler die Grenzen doof. Die Lehrer müssen sich setzen, damit sich die Schüler nicht gegeneinander aufhetzen. Hier ist es nun gut, so wie es ist. Und es passiert deutlich weniger Mist. Auch in der Arbeit und im Büro sind die Grenzen nicht irgendwo. Ich finde, jeder sollte auf sie achten und nicht verachten. Ärzte und Sanitäter kämpfen um Leben. Sie retten jeden. Dies erfordert Konzentration, denn jeder Fehler hat eine Reaktion. Hier können Menschen sterben. Dadurch stürzt oft auch die Familie ins Verderben. Dies sind Grenzen der seelischen Seite. Die Tränen sieht man selten von der Weite. Grenzen der Staaten, auch sie werden oft verraten. In ihnen steckt nämlich viel mehr als endloser Verkehr. Dealer und Schmuggler von anderen Ländern sollen nicht mit Drogen über unsere Grenzen schlendern. Dies gilt natürlich auch für Österreicher, die die Grenzen illegal nutzen. Denn ich glaube nicht, dass sie hier wollen etwas putzen. Vielen geht es nur ums Geld, um Reichtum, aber nicht um unsere Welt. Wir sollten viel mehr schauen auf Mensch und Tier. Denn nur dann gibt es ein Wir.
Musiker, Models, Schauspieler, scheint doch jeder zu kennen. Wir wissen fast alles über ihre Liebe und wann sie sich trennen. Wo sind hier die Grenzen geblieben? Man sollte sich doch einfach lieben. Lieben aus dem Herzen und nicht nur, damit Journalisten über einen scherzen. Dies wiederum bereitet doch Schmerzen, die ausgelöst werden vom Herzen. Oft folgt darauf ein tiefer Fall in den Drogensumpf oder gar ins weite All. Ein wichtiger Punkt ist das Erkennen und auch das Problem beim Namen zu nennen. Nur so kann man Verbesserung sehen und auf den richtigen Weg über die Grenze gehen. Danke.